It's Showtime. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren schmackhaften Kommentar hier auf unserem Kanal CrossGame LP. Und heute mal wieder Black Ops 2 am Start. Also, ja, wie kommt das? Ich habe gestern seit langem mal wieder Black Ops 2 gespielt, weil ich, ja, mir das Update jetzt mal wieder, also diesen Patch mal wieder laden konnte, weil mich das Spiel mal gelassen hat. Und dann ist dieses Gameplay hier entstanden. Das ist also die erste Runde gewesen und seit, keine Ahnung, bestimmt 4 oder 5 Wochen mindestens, wenn nicht sogar länger, bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Ich habe hier Wettrüsten gespielt, also dieses Team Deathmatch mit 150 Punkten pro Kill. Und da kriegt man halt ziemlich schnell seine Abschlussserien, was ich eigentlich ganz geil finde. Und nicht nach 5 Kills kriegt man erst seine beschissene Drohne, sondern nach 5 Kills kriegt man vielleicht seinen Blitzschlag oder so. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, können auch 4 Kills gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegt man ziemlich schnell seine Abschlussserien und ich habe hier gespielt mit Blitzschlag, Tarnhelikopter und Escort-Drohne, wird auch alles erreicht. Und dann ist das Team Deathmatch aber auch schon ziemlich schnell vorbei, weil es halt nur 75 Kills sind. Aber hab eigentlich auch einen ganz nicen Endscore dann. Werdet ihr ja sehen. Und ich mache jetzt hier einfach mal Freestyle-Commentary, weil ja eine ganze Woche gar nichts kam. Und das lag nämlich daran, da wir letzte Woche Mittwoch war das, also ich Mittwoch und Phil Dienstag unsere mündlichen Abiturprüfungen hatten und da dann leider keine Zeit hatten, Videos zu produzieren bzw. hochzuladen. Und ja, mündliche Prüfungen haben wir auch schon die Ergebnisse sofort gesagt bekommen. Philipp hat Geschichte mündlich gemacht und ich Ethik und Philipp hat 14 Punkte, also eine 1 mündlich erreicht und ich eine 1 minus, also 13 Punkte. Sind wir vollkommen zufrieden mit. Und dann warten wir jetzt noch die schriftlichen Ergebnisse ab. Die kriegen wir nächste Woche Montag. Und mal sehen, was sich da so ergibt an Punktzahlen. Also ich kann das gar nicht so einschätzen. Lass ich mich mal überraschen. Also da wird auf jeden Fall dann nochmal ein Video sofort zu folgen, wenn wir die Punktzahlen ja gesagt bekommen. Und dann kriegt ihr das auch noch zu hören. Egal, ob ihr es hören wollt oder nicht. Aber müsst ihr auch noch mal ein bisschen angeben hier, wenn man gute Noten bekommt. Und ja, hier erreiche ich dann auch schon meinen Tarnhelikopter zum ersten Mal. Und unsere Leute haben auch einen Orbitalsatelliten erreicht. Oder aus Vorräten, man weiß es ja nicht, wie sie da rangekommen sind. Und jetzt wird hier ein bisschen geschimmelt, dass ich meine Escort-Drohne bekomme. Ich spiele ja auch PDW, einfach weil es meine erste Runde war. Und ich da jetzt keine großen, weiß ich nicht, mit KSG oder so spielen wollte, keine großen Spirenzien machen wollte. Einfach ein bisschen Kills machen oder versuchen Kills zu machen. Und ja, Hijacked ist eigentlich nicht so meine Map, weil die Gegner da manchmal ziemlich hart am Schimmeln sind und man auch sehr schnell gespawntrapped werden kann, so ähnlich wie Nuketown. Nuketown mag ich eigentlich auch nicht, weil ich habe hier nach 2 Runden Nuketown gespielt und da haben irgendwie 3 Leute im Gegnerteam LMG mit Zielsucher gespielt. Da wusste ich dann auch, warum ich Black Ops 2 3-4 Wochen nicht gespielt habe. Dieses LMG-Zielsucher sich in der Ecke schimmeln und dann einfach nur Dauerfeuer geben, das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, warum die nicht mal den Zielsucher irgendwie patchen. Oder, ja, keine Ahnung, den Zielsucher einfach rausnehmen. Das ist total unnötig, finde ich. Das ist wie wenn du im Helikopter sitzt, dass die Gegner so angezeigt werden, diese rote Kästchen. Und dann mit dem LMG, mit 200 Schuss, dann einfach Dauerfeuer und, ja, Dauerfeuer-Abenteuer halt, ne? Also viel Können ist da eigentlich nicht dabei. Und stattdessen, dass sie sowas patchen, sowas, was ja eigentlich total unfair ist, patchen sie die PDW. Aber gut, die ist ja immer noch relativ stark. Und da ist das Gameplay auch schon vorbei. Es ist ein 35 zu 3 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.